Touchdown mit voller Wucht. Ein heftiger Tornado hat am Mittwoch North Carolina getroffen. In Teilen des US-Bundesstaates wurden Bäume entwurzelt und Häuser zerstört. In der Stadt Rocky Mount verwüstete der Wirbelsturm ein Firmengebäude des US-Pharmakonzerns Pfizer. Das Dach wurde durch die Naturgewalt in zwei Teile gerissen. Bauteile lagen weit verstreut auf dem Gelände. Berichte über Verletzte gab es nach Angaben des Unternehmens aber nicht. Laut lokalen Medien traf der Tornado die Region in Nash County gegen 12 Uhr mittags Ortszeit und fegte über eine Strecke von gut 30 Kilometern. Nach einer Stunde war der Spuk vorüber.